Das ist doch toll, Freunde. Die Kühlpumpen funktionieren wieder, auch wenn das hier jetzt gerade noch ein bisschen dampft. Aber es hört sich doch wieder nach einer Pumpe an. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Control. Folge 12, hier waren wir das mal stehen geblieben. Hier geht es auch direkt weiter, Freunde. Es sieht nicht gerade lecker aus. Deswegen verlassen wir diesen Bereich erst einmal. Hier liegt überall dieser Scheiß, ne? Hashtag Parasiten und so, ne? So. Wir haben ein bisschen zu tun hier. Wir müssen dieses Teil hier nämlich reparieren. Wir müssen irgendwie hoch jetzt. Da oben war nämlich ein Gerät, was wir wieder in Gang bringen müssen. Dann müssen wir diese Parasiten da irgendwie entfernen. Ich weiß noch nicht wie. Aber ich denke, das werden wir rausfinden. Da oben geht es zu dem Powerplant. So, wir schnappen uns erstmal dieses Teil. Ah, okay, wir müssen... Oh. Oh. Da kommen wieder Gegnerchen. Boah. Shit, Alter. Ich hab gewusst, dass der schon da ist. Zählen hier. Ja, wo bist du denn, du Spaten? Oh, da ist noch einer full life. Ja. Also, wir müssen dieses Gerät hier finden, offenbar. Das war offenbar erst eins. Ach. Hallo? Allein? Ich bin euch auf den Sack mit deinen null Leben hier, ey. Hm. Das ist ja toll. Offenbar will jemand nicht, dass wir dieses Ding hier reparieren. Ah, das ist tatsächlich auch eins. War's, oder? So, noch eins. Nein, das war's noch nicht. Hä? Lul. Alles klar. Das ist interessant, dass wir nicht mehr zurückkommen. Okay, wir suchen noch die letzte Material. Grenzbereich Überrest ist das. Ich glaube, hier dürfte das sein, ne? Das hier? Ja. Okay. Sucht die Rohre heim. Kümmere dich um den Scheiß. Sie ist clever. Versucht sich einzuschleichen. Wir haben sie mit der Hand in der Fischfalle erwischt. Ich werde sie los. Wow.
muss mal ganz kurz zurück ein paar Leben holen. Die hoffentlich hier noch irgendwo rumliegen. Scheiße, ey. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Komm, Alter. Hier müssen noch irgendwo noch Leben rumliegen. Ah, da, guck mal, da lag da noch was. Dann sieht es jetzt ein bisschen scheiße aus für uns. Hier oben, ja, guck mal, da liegen doch noch ein paar Leben rum. Ah, schön. Schwupps. Da. Das fühlt sich besser an, Freunde. Damit lässt sich doch arbeiten. Wir müssen eigentlich nur auf diese Dinger. Ah, guck mal an, hier ist noch was zum Lesen. Schriftverkehr, Verstopfungsbeschwerde. Es gibt hier eine eklige Verstopfung. Was zur Hölle ist das und woher kommt die immer? Und warum zum Teufel schreit Arti ihr Kauderwelsch entgegen? Er tut gerade so, als würde sie ihn verstehen. Natürlich tut er so, als könnten wir ihn auch verstehen. Hat wohl mit seiner Verrücktheit zu tun. Ich versuche es mal mit einem neuen Rohrreiniger. Extrem stark. Hat offenbar nicht so gut funktioniert. Ah, da würde ich mich jetzt nicht dran... Lieber den langen und sicheren Weg. Ah, komm mal hier, komm mal runter. So. So, nicht so viele Leben, aber es geht. Naja, offenbar sind diese ganzen Rohre hier komplett dicht. Mit diesem ekelhaften Zeug. Ist weg. Ich kann weiter. Ah. Toll. Okay, wir müssen auch noch auseinandernehmen. Sollten wir ja eigentlich hinkriegen. Echt ekelhaft. Verstehe die Freunde. Mhm. Wahrscheinlich noch so ein Ding. Ah, ja, ja, ja. Wer pisst euch? Schmetterrückstoßeffizienz. Okay. So, hier ist offenbar jetzt frei. Hm. Nur noch ein wenig durchhalten. Ah ja, komm, jetzt machen wir das nämlich. Jetzt müssen die Rohre doch frei sein. Was war es mit den Rohren? Es geht doch nichts über körperliche Arbeit. Das ist doch toll, Freunde. Die Kühlpumpen funktionieren wieder, auch wenn das hier jetzt gerade noch ein bisschen dampft. Aber es hört sich doch wieder nach einer Pumpe an. Wunderbar. Wir können gehen. Frage ist nur, wo wir rauskommen. Offenbar...
Ah, guck mal, der Fahrstuhl kommt. Geil. Das trifft sich gut, weil ich glaube, hier ist geschlossen. Wow. Yo. Boah, hat er viele Leben. Oh, ha, 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 macht ja viel Leben. Abzug. Ah, geil. Zum Glück hat die Waffe eine ziemlich große Streuung. So geil. Oh. Okay. Alles klar, da ist er wieder. Oh, der hat aber auch. Oh, guck mal. Ja. Das bringt gar nichts. Oh Junge, ich habe ihn noch nicht so down geschossen, um jetzt down zu gehen. Auf gar keinen Fall, Junge. Ich muss echt aufpassen, ich darf mich nicht nochmal treffen lassen. Scheiße, da liegt so viel. Fischer-Pionier. Oh, geil. Fischer-Pionier. Pioniere sind die ersten Agenten, die unbekannte AWE-Grenzbereiche oder sonstige paranatürliche und gefährliche Gebiete betreten. Sie sind schwer bewaffnet und gepanzert, um für das Schlimmste vorbereitet zu sein. Aufgrund ihrer Rolle haben Fischer-Pioniere Zugriff auf die schwerste Rüstung und Waffen aus dem Arsenal der Behörde. Einschließlich Maschinenkanonen und Granatenwerfern. Zusätzlich zu den bereits beeindruckenden FPC-Panzerungen sind sie von einer dichten Resonanz des Zwischens umgeben, die Kugeln aufhalten kann. Wenn sie gezwungen sind, sich einem von denen zu stellen, dann werden sie unbedingt jede verfügbare Deckung. Beachten Sie auch, dass für diejenigen, die telekinetische Fähigkeiten aufweisen, gegnerische Granaten eine willkommene Munitionsquelle bieten können. Vollständige Berichte in Akte. Okay, alles klar. Wir haben es zum Glück First Try geschafft. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. So, auf geht's. Wir machen uns ofenweisch. Unglaublich, ey. So viele Leute, die hier einfach rumfliegen. So, noch die Transformatoren müssen repariert werden. So, die ist von mir. Halt. Ach. Feinde, hängt euch rein. Einkreisen.
Ach du Scheiß mit dem Magazin, Alter. Das ist ja mal cool, aber... Hä? Die haben ein bisschen mehr Leben, möchte ich behaupten. Die bekommt einen schönen, schweren Beton. Ui. Er macht ein bisschen mehr Schaden als ich. Einkreisen. Muss mir kurz Leben holen. Wow. Schießt einfach Lenkraketen auf mich. Null. Junge, alles okay? Bro? Hui! Bruder! Wir gehen zu den Transformatoren. Energy Converters, da geht's lang. Oh Mann, das war ja gerade echt. Oh nee, das sind schon wieder welche. Da sind die Energietransferter. Ach, toll. Kann ich die Gasflaschen bitte nehmen? Wieder so ein Penner. Was ist denn dieser Idiot? Gut. Ja. Hui, hui, hui. Wir sind full live. Elevator funktioniert gerade nicht. Ah, doch, oder? Nein. Gut. Dann gehen wir hier in die Energie-Converters noch kurz rein. Ich würde hier gerne eigentlich noch einen Kontrollpunkt zu säubern haben. Dann haben wir wenigstens den Kampf gespeichert. Dann muss ich den nämlich nächstes Mal nochmal machen. Das würde ich gerne nicht. Ah, da ist ja einer. Ein Traum. Ist ein Traum. Ich habe das Gefühl, dass die aktiviert werden, ne? Gar keine Leben. Mann. Wo ist denn die Scheiß-Taste für die Kamera? Thank you.
nö. Sie sieht wieder nicht betretbar aus für mich. Ah, Mann. So, Freunde, wir säubern erstmal noch den Kontrollpunkt. Das war wieder einer ohne Effekt. Schade. Gut, das passt ja zeitlich perfekt. Wir machen dann... Ja, das ist doch toll. So, Freunde, das war's für diese intense Folge, kann man sagen. In der nächsten Folge machen wir dann an genau dieser Stelle hier weiter. Hier können wir leider, wie ich es mal wieder sehen kann, nicht hinein. Sieht sehr interessant aus, würde ich jetzt aber nicht empfehlen. Gesundheitstechnisch würde ich mal sagen. Nächste Folge gehen wir dann zu den Energiekonvertern und gucken mal, was wir da so machen können. Freunde, ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.